Moin Leute, heute geht es wieder um ein weiteres Plugin und zwar habe ich heute ein super Anti-Grief-Plugin für euch und zwar heißt es LogBlock. LogBlock speichert sozusagen eure gesamte Welt, also alle Blöcke, die bei euch existieren und legt eine Datenbank an. Dann ist zum Beispiel auch machbar, wenn jetzt zum Beispiel ein Spieler ein Block wegreißt von eurem Spawn oder auf irgendeiner Straße, auf irgendeinem Grundstück oder so. Auf jeden Fall, wenn euch denn das irgendwie auffällt oder so, könnt ihr nachgucken, wer diesen Block zerstört hat oder gesetzt hat und wann er das auch gemacht hat und könnt ihn dann bannen oder bestrafen oder sonstiges, ja. Also ein echt gutes Anti-Grief-Plugin, um zu sehen, aha, der hat gegrieft, der muss runter von dem Server. Ja, aber kommen wir jetzt erstmal zur Installation. Und zwar geht ihr in die Videobeschreibung, dort findet ihr einen Link zur LogBlock-RA und ihr ladet euch das Ganze runter, ne? Und ihr bekommt diesen Ordner hier. Dort befindet sich eine Jar und ein Ordner. Und die beiden Sachen fügt ihr jetzt einmal in den Plugins-Ordner ein. So, spaßeshalber starten wir mal den Server und bekommen gleich mal eine Fehlermeldung an die Stirn gebatscht. Aber die ist nicht schlimm, das heißt nur, dass LogBlock sich noch nicht mit dieser erwähnten Datenbank verknüpfen konnte. Darum kümmern wir uns aber gleich. Stoppen wir erstmal den Server und gehen in den Plugins-Ordner. So. Hier haben wir den LogBlock-Ordner und eine Config-Datei, die öffnen wir mit Notepad++. Diesmal fangen wir nicht von oben an, sondern von unten und sehen hier eine MySQL. Was das nun ist, kann ich ja mal kurz erklären. Wir brauchen für LogBlock eine MySQL-Datenbank. Diese Datenbank ist dafür da, dass halt die ganzen gespeicherten Daten von LogBlock irgendwo hingespeichert werden können. Also die werden dann halt nicht irgendwie im Server gespeichert, was natürlich an Unmengen von Leistung nimmt, weil dann müsste das jedes Mal abgerufen werden und alles und das geht natürlich sehr auf die Leistung und diese MySQL-Datenbank ist einfach dafür da, dass der Server entlastet wird und dort dann alle Sachen verwaltet werden können und halt auch gespeichert, ne? Und zwar gibt es jetzt drei Möglichkeiten, wie ihr eine MySQL-Datenbank haben könnt, erstellen könnt. Die erste Variante wäre einmal die kostenlose. Und zwar gibt es auf der Seite dbforfree.net ja eine kostenlose Variante, eine MySQL-Datenbank zu besitzen. Ihr könnt euch da kostenlos registrieren und alles und bekommt dann eine gratis Datenbank. Ja, die zweite Möglichkeit wäre, ihr habt einen Server bei Nitrado. Dort bekommt ihr zu jedem Server eine Datenbank dazu. Das heißt, ihr müsstet eigentlich nirgendwo mehr anmelden. Außer ihr müsstet jetzt einmal kurz in den ins Web-Interface. Dort findet ihr unter der Kategorie wo war das, Dateiverwaltung, dann die MySQL-Datenbank, dort klickt ihr einmal rauf, loggt euch alles ein und so. Und dann habt ihr auch schon, aber das erkläre ich gleich. Ja, die dritte Möglichkeit wäre, ihr habt einen Root-Server. Dort ist es auch möglich, eine MySQL-Datenbank anzulegen. Wie das jetzt geht, weiß ich jetzt nicht. Ich habe keinen eigenen Root-Server. Ich weiß auch nicht so sehr, wie das funktioniert. Aber wer einen hat, sollte das eigentlich wissen, wie man sowas anlegen kann. Ja, und das könntet ihr dann auch noch nutzen. Aber kommen wir jetzt erstmal zur kostenlosen Version. Und zwar findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu dbforfree.net. Und wir müssen jetzt mal kurz zurück hier. Und ihr kommt dann auf diese Seite hier. Dort könnt ihr euch dann kostenlos anmelden für einen Account. Hier, sie erhalten hier, klickt ihr da drauf. Und können jetzt erstmal alles eintragen, ja. Der Datenbankname, wir können ja mal BukkitDE nennen. Am besten ist, dass der Benutzername genauso wie die Datenbank heißt. Einfach zur besseren Übersicht und
damit ihr das auch nicht vergesst. Nachher, wenn wir das in die Config eintragen, könnt ihr dann auch nicht mehr durch den Tüdel kommen, sondern wisst, aha, das heißt gleich, also kann ich mich da auch nicht vertun, vertan, vertun. Ja, das Passwort muss 6 Buchstaben oder Zahlen lang sein. Wir nehmen jetzt einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau wie hier. Und hier habt ihr einmal den Zugang der IP. Das ist jetzt egal, hier ist standardweise dieses Prozentzeichen drin, aber das lasst ihr bitte so. Genau wie hier diese Standardkollation, lasst ihr hier einfach auf. Auch das Standard hier, ja. Dann kann auch nichts schief gehen. Ja, dann gibt ihr noch eine E-Mail-Adresse ein. Wie war meine jetzt noch gleich? Ach ja, bukkitdb@web.de. Nee. DB. Ich muss nochmal nachgucken. Ach, bukkitdb. Ja. bukkitdb. DB for free. Gibt es denn noch irgendwie was? Web.de. Und da gibt ihr halt eure E-Mail-Adresse dann ein, weil euch wird gleich ein Registrierungscode geschickt und dann müsst ihr einmal gleich kurz auflegen. Einmal noch den Haken rein, ihr habt die Regeln und sonstiges gelesen und wir können diesen Account jetzt beantragen. Ja, jetzt sagt er auch schon, aha, es wurde ein Registrierungscode zu deiner E-Mail gesendet und wir gucken jetzt einfach mal Posteingang. Und es ist im Spam-Ordner. Hier ist der Code gleich zu sehen. Das ist, glaube ich, der dritte Link. Müsste es bei euch sein. Auf dem ersten beiden kommt ihr nur in irgendwelche Foren. Aber ihr geht jetzt auf diesen dritten da mit diesen ganzen, mit der Zahlenkombination am Ende. Geht darauf. Und euer Account wurde erfolgreich erstellt. Ja, dann könnt ihr euch halt das erste Mal hier einloggen. Und zwar heißt es ja bukkitde. Passwort war ja 123456 und wir loggen uns das erste Mal ein. Ja, und schon sind wir hier bei phpMyAdmin. Damit arbeitet auch Nitrado. Ich zeige das gleich auch nochmal, wie man das mit Nitrado macht. Aber ist jetzt erstmal egal. Ja, hier haben wir dann unsere Datenbank. Hier links können wir auf debucket.de gehen. Hier wurde jetzt noch nichts erstellt, das macht gleich die Konsole für uns. Und wir gehen jetzt erstmal zurück in die Config-Datei. Ja, jetzt sind wir hier wieder bei MySQL. Ihr könnt jetzt bei dem Port, lasst ihr 3306, das ist der Standardport. Den Host könnt ihr, ja müsst ihr eintragen, db4free.net. Alle, die bei Nitrado sind, lassen Localhost da stehen, weil es ja über eine IP läuft, ja. Aber alle, die bei db4free.net sind, schreiben da jetzt db4free.net hin, damit der Server weiß, aha, ich muss dahin connecten. Dann gibt ihr noch das Passwort ein, das war 123456. Den Usernamen habe ich ja gesagt, dass das gleich sein sollte, debucket.de. Und hier das gleiche normal, debucket.de. Okay. Das speichert ihr jetzt einmal ab, zu Nitrado kommen wir gleich, und startet jetzt einmal den Server. Und jetzt müsste auch schon LogBlock ein bisschen arbeiten. Er connectet sich zum Server und erstellt jetzt ein paar Dateien und Sachen. Und alles läuft wie geschmiert. Wir haben kein schwerwiegend. Ja, jetzt können wir die einmal kurz wieder stoppen. Wir brauchen die jetzt erstmal nicht mehr. Und gehen jetzt wieder hier hin. Jetzt klicken wir hier nochmal rauf und ihr seht, die Konsole hat hier schon was erstellt. Hier wird alles perfekt abgespeichert. Ihr braucht hier eigentlich nichts mehr machen. Ihr könnt mal hier ein bisschen rumgucken und so weiter. Aber braucht ihr nicht. Also ihr könnt das so lassen. Ihr könnt das jetzt runtertappen. Oder sonstiges, ja. Ist alles schon fertig. Jetzt können die Leute schon mal in-game gehen, die bei db4free.net sind. Jetzt zeige ich das den Leuten nochmal, die bei Nitrado sind. Ja. Okay, hier sind wir auch schon beim Webinterface. Ihr geht jetzt links in der Leiste auf, wo war das hier? Dateiverwaltung, MySQL Datenbank.
Und zwar müsst ihr euch, glaube ich, am Anfang hier irgendwie einloggen, ein Passwort erstellen. Jetzt ist hier mein Passwort, das blende ich natürlich aus. Und ihr bekommt natürlich einen Usernamen, den ihr gleich auch nochmal seht. Also könnt ihr jetzt auf phpMyAdmin wieder einloggen. Ich sagte ja, das ist genauso wie bei DB for free. Und zwar macht ihr das eigentlich genauso, ja. Ihr habt hier dann euren Benutzernamen. Das ist meist ja derselbe Benutzername wie für das Webinterface, bloß dass er noch ein DB ans Ende gehängt wird. Und das könntet ihr dann als Benutzernamen eintragen. Das Passwort musstet ihr ja eben aussuchen. Ich habe das ja jetzt schon alles. Und ihr gebt jetzt ja folgende Sachen ein. Ich habe jetzt einmal die Logdatei von die Config-Datei von LogBlock, und zwar wo ist das denn hier? Egal, geht wieder ja, nein, so wo sind wir hier? Ach ja, den Host gibt ihr ja localhost ein, lokal. Passwort ist bei mir jetzt ein anderes. Ihr habt da auch eins bekommen oder ihr musstet eins euch erstellen. Bei mir ist es jetzt das. Das blende ich wieder aus. Bei User habt ihr ja diesen NI und dann dieser Benutzername. Also da, wo ich eben gezeigt habe und dann dieses DB am Ende. Bei mir ist es jetzt das hier. Moment, so. Die Database heißt genauso. Also auch dasselbe ist es in den meisten Fällen. Ihr könnt es ja dann nochmal nachgucken. Wo muss ich das jetzt eintragen? Genau da. Und das speichert ihr dann ab. Und dann habt ihr eigentlich dasselbe Ergebnis wie bei DB for free. Ja. Das können wir mal wieder schließen hier. Und für alle, die noch zugucken. Wir können natürlich nochmal bei den Plugins in dem LogBlock-Ordner. In der Config-Datei gibt es hier noch ein bisschen was einzustellen. Ihr müsst es nicht tun, weil alles so richtig ist. Hier gibt es aber noch mal ein paar Dateien, die ihr oder ja, was ihr noch verstellen könnt. Hier ist einmal, ja, ob ein Log erstellt wird, wenn Blöcke erstellt werden. Wir haben das auf True, weil das ist ja sehr wichtig. Auch wenn Blöcke zerstört werden, haben wir auch auf True. Ob jetzt die Kills gelockt werden, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich sinnvoll ist, vielleicht für irgendwelche PvP-Server, aber sonst ist es eigentlich für mich jetzt nicht zu gebrauchen, genau wie Log Leaves, wenn Leaves zerstört werden. Log Fire sollte eigentlich auch auf Files bleiben, weil wir ja WorldGuard haben, was Fire sowieso verhindert, genau wie Lava Flow per Eimer. Kommt drauf an, ob ihr das bei WorldGuard an oder aus habt. Je nachdem ist es denn sinnvoll, das auf Files oder True zu lassen. Wir haben jetzt nochmal Kills Level, weiß jetzt nicht, wofür das ist. Jetzt haben wir noch Log Chest. Das brauchen wir genauso wenig, weil wir Log Kette oder LWC drin haben. Log Explosions habe ich ja schon gesagt, ne? Wir haben World Guard drin. Und den Schildertext könnte man auch auf True setzen, muss man aber nicht. Also, ihr könnt eigentlich alles so lassen, wie ihr wollt. Dann habe ich nochmal in der Videobeschreibung einen Link zur Logblock-Seite und einmal zu den Ingame-Befehlen. Das könntet ihr hier alle einschreiben. Und zwar habt ihr hier noch Permissions. Die könntet ihr dann auch nochmal eintragen. Ich kopiere jetzt mal das Gesamte hier. Könnt ihr, wenn euer Moderator jetzt das machen soll, könnt ihr nochmal bei Group Manager reingehen, Worlds, Big City, Groups. Könnt ihr das nochmal, weil VIP soll das nicht machen können, Bilder genauso nicht. Können wir jetzt bei Moderator nochmal eintragen. So, ich mache das jetzt mal schnell. Also ihr kennt es ja schon, wie man das richtig macht. So, so, so. Das muss weg, shit, schnell. Mir läuft die Zeit davon. Aber ich muss es ja trotzdem ausführlich zeigen. Aber ihr könnt es natürlich auch noch lassen, den Moderatoren
das zu geben, aber das ist natürlich eine gute Hilfe. So, schiebt ihr jetzt noch nach vorne. Also Moderatoren können euch dann auch helfen, Griefer zu finden und dann zu bannen oder eine Verwarnung zu schreiben oder sowas, ja. So, fertig eingetragen haben wir das. Und im zweiten Part geht es dann in Game weiter. Also bis gleich.